Am 3. Juli-Wochenende 2024 versammelten sich bereits zum 27. Mal im Marienberger Ortsteil Probershau auf dem Katzensteingelände zahlreiche Besucher und Metalheads. Diese brachten an den beiden Tagen die Erde zum Beben. Die Vorfreude auf das Wochenende war auf dem gesamten Festivalgelände deutlich zu spüren. Definitiv schöner wie letztes Jahr. Es wird auch jedes Jahr umso schöner. Man lernt immer wieder neue Bekanntschaften hier. Es wird immer größer, die von mir. Es ist ein Traum. Auf welcher Band freust du dich denn am meisten dieses Wochenende? Terror! 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 Auf jeden Fall. Noch was? Eminenz. Also in Reihenfolge, ne? Terror, Eminenz. Das ganze Wochenende hier oder nur heute? Das ganze Wochenende. Rock auf den Berg 2024. Ja. Was ist das Besondere? Erstmal hier das neue T-Shirt, dieses Jahr. Na, hier, machen wir hier. Ja, und richtig geile Bands dieses Jahr. Und man freut sich einfach drauf. Coole Leute, geile Location, wie jedes Jahr. Top. Ich denke, es wird richtig geil. Ich denke, wenn Taro am Start ist, da können wir mal richtig moschen vorne und ich denke, es wird super. Ganz sehr. Es ist wie jedes Jahr ein Klassentreffen. Von daher ist die Freude auf 100%. Ne? Welche Band hast du denn im Fokus dieses Jahr? Vor allen Dingen Eminenz, weil da ein guter Freund von mir jetzt Bandmitglied ist. Und da freue ich mich natürlich ganz sehr, meinen Kumpel mal mit der Band in Kombination zu sehen. Aber grundlegend natürlich alles. Unter den Besuchern gab es neben den eingefleischten Metalheads auch die heranwachsenden jungen Metaler, die Musik genossen. Das Wochenende war gefüllt mit Metal-Bands aus nah und fern, die verschiedenen Metal-Genres auf einen Fleck gebracht haben. Von Hardcore bis hin zu Black Metal war alles dabei. Auch in diesem Jahr 2024 heißt es wieder, der Berg ruft. Ja, Martin, warum denn dieser Krach hier in Probershau auf dem Katzenstein? Ja, warum dieser Krach? Ich denke jetzt mit unserer 27. Auflage vom Rock auf den Berg sind wir, das gehört zu Probershau und zum Katzenstein so ein bisschen dazu. Die Leute danken es uns, dass wir noch ein Rockfestival ausrichten. Und wenn man sieht, wie viele Zuschauer hier da sind, denke ich, spricht das auch ein bisschen für uns. Mit wie vielen Zuschauern rechnet ihr denn dieses Wochenende? Ja, das ist immer etwas schwierig zu sagen. So Wunschdenken, roundabout, sage ich immer so 2000 Mann. Nun habt ihr ja auch zahlreiche Bands am Start. Auf welche Bands können sich die Besucher freuen? Also grundsätzlich kann man sich bei uns auf jede Band freuen. Wir wählen das immer sehr sorgfältig aus und sorgen für eine gute Mischung. Aber wir haben natürlich dieses Jahr auch ein paar Kracher am Start. Deserted 4, Terror, Ghost Kid und auch unsere regionalen Bands liefern hier richtig ab. Also was heute zu Beginn schon los war, ist einfach Obersahne. Na, wir heißen Deserted 4 und wir kommen aus dem schönen Thüringen und wir machen Death Metal. Das haben wir ja gerade gehört. Wie war es denn heute für euch hier, Rock auf den Berg? Also die Bühne war wirklich wie auf dem Berg. Ne? Die Bühne ist ja gar nicht hoch, aber weil das Gelände so abschüssig ist, ist man schon ganz schön auf dem Berg da oben. Nee, war richtig geil. Also die Leute hatten richtig Bock, wir auch. War eine perfekte Mischung. So, hat Spaß gemacht. Wie fühlt sich das für euch an, vor solchen Bands zu spielen, als Voract eben, ne? Terror, und das ist doch schon eine Hausnummer, oder? Kann ja jetzt jede Band in ihre Biografie reinschreiben? Tatsächlich ist das wirklich was Besonderes. Für uns sind auch schon ganz viele Träume in Erfüllung gegangen. Wir sind mit Obituary getourt, mit Eddie Gates, sind Helden von uns. Terror haben wir auch früher gehört, als wir angefangen haben mit Mucke. Deswegen ist es was Besonderes und wir freuen uns schon riesig, jetzt die Jungs dann auch live zu sehen. Was sagt ihr generell zum Rock auf dem Berg? Ich habe schon sehr früh davon gehört. Es ist schon viele, viele Jahre her, als ich angefangen habe, Metal zu hören, habe ich gleich davon gehört. Ich war noch nie hier. Und ich muss sagen, schade eigentlich, ne? Weil es ist ein richtig schönes Festival. Die Leute sind alle so entspannt, das Bier schmeckt gut. Wir kommen gerne wieder. Für
die amerikanische Band Terror Barock auf den Berg der Tourstart. Und der Frontmann Scott Vogel zeigte sich begeistert. Everything's been wonderful. Nothing but good vibes. Eminenz ist ja nur im Erzgebirge ein Begriff in der Black-Metal-Szene. Wie lange gibt's euch denn überhaupt schon? Ja, unsere Gründungsjahr war 1989. Jetzt könnt ihr mal zurückrechnen, wie alt wir sein müssen. Ja, also, wir haben jetzt dieses Jahr 35 Jahre auf dem Buckel als Formation. Und wir sind ja, sagen wir mal, die zwei Urgesteine der Band noch, die jetzt seit Anfang an dabei sind. Was erlebt man denn in dieser Zeit eigentlich so? Weil von Eminenz hört man ja immer mal so ein paar Mythen. Ist da auch was dran? Ist alles wahr. Rock'n'Roll, wir haben wirklich alles durch. Alles. Wenn man so, wenn man sich so umguckt im Publikum, verändert sich das Publikum auch mit oder wird es jünger? Wie bekommt ihr das mit? Nee, es mischt sich langsam eine zweite und dritte Generation ins Publikum rein, muss man sagen. Also wie gesagt, wir haben teilweise Fans der ersten Stunde, wir sind heute wieder einige da, die wir gesehen haben, wo dann auch teilweise, sagen wir mal, der Nachwuchs oder die jüngeren Brüder etc. einfach dann mit dazustoßen, das gut finden oder auch nicht. Wir werden halt genötigt, wie wir es auch gemacht hätten. Jetzt nochmal auf eure Shows. Wie ist das? Würdet ihr so eine Show wie früher zum Beispiel, kann man das heute nochmal so machen oder bleibt es bei euch immer gleich? Man kann heute doch nicht mehr alles machen. Es ist ja auch wegen der Bühne und wegen Material. Also früher wurde das schon mehr erlaubt und da ging wirklich fast alles. Da gab es auch noch mehr, sagen wir es mal so. Es kommt auch darauf an, was der Veranstalter auch zulässt. Ne? Wie gesagt, wenn jetzt brandschutztechnisch keine Feuershow geht, dann können wir keine Feuershow machen, das ist ganz klar. Aber so gerne mal so machen möchten, versuche ich immer mit den Leuten zu reden, sagen wir, pass auf, wir halten es klein, wir drehen jetzt so nicht durch. Ja, wie gesagt, du musst dich ja, sagen wir mal, dem ganzen Gefüge auch ein bisschen anpassen. Und was jetzt an Shows abgeliefert wird, kannst du sowieso, können wir nichts mehr von der, keine Bock, was mal vom Teller ziehen, auf gut Deutsch gesagt. Hey, da möchtest du ja mit drei Pyrotechnikern auf der Bühne stehen und das, was wir machen, ist halt nur das, was wir machen können und was wir auch ehrlich machen wollen. Ja, ist cool, mal wieder in der Heimat zu spielen hier, gerade hier im Marienberg. Wann haben wir das letzte Mal hier gespielt? 2014? Ja, 2014? Ja, es ist schon etliche Jahre her. Also ist mal wieder Zeit für uns. Ja, wie gesagt, früher war es ja noch der Bizarre in der Kniebreche, da war noch 2000 oder wann. Also genau. Wie schon gesagt, da komme ich schon gerne zurück, wie gesagt, das ist mal wieder was erfrischend Neues. Nun legt euch ja jedes Jahr eine Schippe drauf an, Benz. Wie umfangreich ist denn die Vorbereitung für Rock auf dem Berg? Also es wird jedes Jahr mehr, aber irgendwo sind wir auch ein bisschen an einer Grenze angelangt auf dem Katzenstein-Festgelände und wir versuchen das alles immer noch mehr zu optimieren, dass es für jeden von uns und für die Zuschauer und für die Gäste optimal läuft oder bestmöglich. Aber ich denke, wir haben die Größe erreicht, die wir als Verein gut stemmen können und wenn das dann alles auch noch voll ist, sind wir top zufrieden. Ja, ich denke, das ist schon sehr, sehr nachhaltig. Ne? Es gibt in der Region weniger Musikveranstaltungen so in der Richtung die ganzen letzten Jahre. Wenn man das so sieht, was da vor 10, 15 Jahren los war und ja, die, wie gesagt, die Leute, die kommen, die freuen sich drauf. Der Altersschnitt, der vermischt sich immer mehr, also es kommen auch wieder viele junge Leute. Bei uns in der Crew machen viele junge Leute mit. Wir versuchen auch für die Region und den Ort natürlich auch dann immer ein bisschen was zu machen. Na, also wir haben die Hotels, die Pension, die Unterkünfte haben wir ausgebucht mit den Leuten. Wir versuchen regional zu kaufen und so weiter und so fort. Also ich denke, das spielt schon alles ein bisschen mit rein und es ist schon eine sehr nachhaltige Geschichte. Sebastian, was wünschst du dir für das Rock auf dem Berg dieses Jahr? Also für mich das Allerwichtigste über auch die ganzen Jahre Erfahrung ist, dass hier alle gesund und munter durchkommen, dass es keine Probleme gibt, keine Streitereien, dass jeder irgendwie zufrieden ist und einfach, das einfach für alle eine tolle Erfahrung wird. Martin, wird es ein weiteres Rock auf dem Berg geben? Ja, selbstverständlich. Also wir denken natürlich jetzt, wenn man die bis zum 27. Jahr ist, kann man nicht einfach aufhören. Da muss man zumindest erstmal die 30 im Blick haben. Aber es gibt auch aktuell überhaupt keinen Grund aufzuhören.
Wir sind schon in den Planungen natürlich für das 28. Rock auf dem Berg. Das wird natürlich wieder am 3. Juli-Wochenende 2025 stattfinden. Ja, und solange es so läuft und nichts Außergewöhnliches passiert, denke ich, werden noch viele Partys hier auf dem Katzenstein folgen. Vielen Dank, dann wünschen wir euch auf jeden Fall ein geiles Wochenende. Danke, ciao.